Mahlzeit, mein Name ist Balfmon und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute von Idaine Hail Eden an und ja, das habt ihr euch haufenweise gewünscht und deswegen komme ich dem einfach auch mal nach und bin sehr gespannt. Das erste Video von denen hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, das erste Video sowie so ein paar andere Vorschläge von euch, werde ich hier oben noch so einmal verlinken. Und dann starten wir eigentlich auch gleich schon mit dem Originalvideo. Noch einmal vielen, vielen Dank nach Indonesien. Ihr habt mich in dem letzten Monat richtig toll supportet. Ich hatte sehr, sehr hohe Aufrufzahlen da. Das hat mich umgehauen. Ich stand teilweise mit meiner Frau hier vor den YouTube-Zahlen und konnten dem Ganzen nicht glauben. Also nochmal vielen, vielen Dank raus an Indonesien, insbesondere diesmal. Mache ich eigentlich nicht, aber das hat mich einfach so weggeklatscht. Mega geil. Vielen Dank natürlich auch an alle anderen, die mich supporten, auch insbesondere an die Patreons. Es sind aktuell nur 4 Patreons, aber vielen, vielen Dank an euch, dass ihr mich regelmäßig supportet und ja, so, wir kommen jetzt zum Video. Wie immer ist das Video unten verlinkt und ja, ich wünsche euch und mir viel Spaß. Yeah, we sell it, but never to go.
Ja, sehr nice. So, richtig geiler Song. Richtig cool. Was mir aufgefallen ist, der Gesang ist für einen Hardrock-Sänger sehr variabel. Also ich kenne die Namen der einzelnen Bandmitglieder halt nicht. Aber sowohl dann dieses kehlige, laute oder dieses kehlige, aber dennoch leise Schreien, richtig geil. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und dann zwischendurch auch die Parts, wo er etwas ruhiger war. Und ich habe das in dem Video so ein bisschen gesehen. Da hat er dann so ein bisschen neben das Mikrofon gesungen und damit quasi gespielt, um damit seine Stimme zu verändern, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wirklich allererste Sahne, richtig geil. Und von den grandiosen Musikern um ihn herum braucht man ja gar nicht mal reden. Also ich fand den Song cool, er war sehr abwechslungsreich, schöne Soli drin, wie gesagt, abwechslungsreicher Gesang. Ja, mehr braucht ein Song nicht. Also bitte mehr davon. Gefällt mir sehr gut. ja, was mir jetzt persönlich noch fehlt, ist, dass die Jungs auch noch nach Wacken kommen. Voice of Bassprot, das hatte ich in einem anderen Video schon mal erzählt. Voice of Bassprot kommen nach Wacken, Burger Kill kommen nach Wacken und jetzt wäre für mich so das i-Tüpfelchen, wenn jetzt auch noch Idane nach Wacken kommen würde. Das wäre wirklich der Obergau, weil ich ja sonst hier aus Europa kaum eine Chance habe, die Jungs mal live zu sehen. Aber ja, mal gucken. Vielleicht nächstes Jahr oder dieses Jahr dann noch irgendwie auf einem Festival oder sowas. Wäre auf jeden Fall cool. Die Jungs würde ich gerne mal live erleben. Ich war eigentlich früher so ein bisschen Heavy-Metal-Fan. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, dass auf meinem Kanal mittlerweile auch sehr, sehr viel Hardrock läuft. Weil ich weiß nicht, ob ich vorher so ein bisschen an den falschen Bands gehangen habe mit Hardrock. Die haben mich vorher nicht so überzeugt. So ein, zwei habe ich immer ganz gern gehört. Aber so mittlerweile, das Genre hat mich. Also definitiv. Ja. gut, genug der Laberei hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, der Song. Und wie gesagt, nochmal dazu, wenn ihr mich supporten wollt oder noch irgendwie über Instagram mir mal schreiben wollt, Vorschläge schreiben wollt, in die Kommentare per Instagram, Facebook, alles Mögliche. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch gerne auf Patreon unterstützen. All das findet ihr unten in dem Link, linktree/Balfemore. Damit habt ihr Zugriff auf alles, was an wichtigen Links gibt. Und dann haben wir das soweit. So. Ich bin jetzt raus. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen würden und wünsche euch jetzt noch ein, ja, je nachdem, wann ihr das Video guckt, einen guten Rutsch ins neue Jahr, beziehungsweise ich hoffe, dass ihr im neuen Jahr 2022 gut angekommen seid. Und ja, von mir nur das Beste. Ich bin jetzt raus. Bis dahin, euer Balfemore. Ciao.